kleine Energiekugeln, super fix, super gesund, super lecker. Einmal Apfelzimt und einmal Sesamkaramell. So, wir starten mit den Apfel-Zimt-Bällchen. Ich liebe die Kombination. Wir brauchen getrocknete Äpfel, eingeweichte Datteln, Kokosflocken, Zimt, geschrotete Leinsamen, wenn ihr möchtet, Haferflocken oder auch Amaranth oder Haferkleie oder. Dann brauchen wir hier die eingeweichten Datteln und die pürieren wir einmal. Ihr könnt auch am Ende alles zusammen in den Mixer hauen, dann habt ihr wieder eine gleichmäßige Masse. Ich mag das irgendwie ganz gerne, wenn das nicht so ist. Dann packen wir da alle anderen Zutaten mit drauf. Die getrockneten Äpfel werden schön klein gekruspelt. Dann habt ihr da noch so kleine crunchy Komponenten mit dabei. Dann wird das alles vermengt. Und wenn, wie bei mir, ein bisschen Flüssigkeit fehlt, packt ihr einfach noch ein bisschen Apfelkompott, Apfelbrei rein, bei uns hausgemacht, und vermischt das wieder miteinander, bis das eine gute, griffige Masse wird. Ihr könnt auch mit ein bisschen feuchten Händen arbeiten, das ist ganz gut. Und dann könnt ihr einfach mit den Händen so ungefähr immer einen Esslöffel der Masse zu kleinen Bällchen kneten. Einmal kühl stellen und dann kommen wir schon zur nächsten Variation. Hier einmal Sesamkaramell. Da braucht ihr wirklich nur Tahin, gemahlene Mandeln, eine Handvoll ganze Mandeln, ein bisschen Salz und eingeweichte Datteln. Die Mandeln werden erstmal in der Pfanne oder im Ofen ein bisschen geröstet und dann, hoffentlich habt ihr ein Wiegemesser, ansonsten so wie ich, klein gehäckselt. Und dann werden die eingeweichten Datteln mit dem Salz zusammen püriert. Das gibt dieses Salzkaramellige. Wirklich unfassbar lecker. Es schmeckt wirklich wie Salzkaramell. Dann geben wir noch die gemahlenen Mandeln und das Tahin mit dazu und vermengen das alles. Das ist jetzt ein bisschen matschiger. Da braucht ihr definitiv ein bisschen feuchte Hände, um das gut greifen zu können. Und das wird hier in den gerösteten Mandeln ein bisschen drin rumgerollert. Dann stellen wir sie ein bisschen kühl, damit sie ein bisschen hart werden. Et voilà, kleine Pralinchen. Oh.